Blancpain bringt im Jubiläumsjahr der 50 Fathoms nach dem ersten Akt einer auf drei Serien A70 Stück limitierten Sonderauflage mit einem etwas kleineren Gehäuse, nämlich 42,3 mm, gefolgt vom zweiten Akt der Tech Gombessa, die im Frühjahr 2023 lanciert worden ist, nun den dritten Akt, nämlich eine fast originalgetreue Neuauflage der Mil-Spec aus den 60er Jahren, dem Modell, das für die US Navy hergestellt worden war. Genau genommen einem Folgemodell von 1964, das einen etwas erhöhten Magnetschutz geboten hat, was für Kampfschwimmer in dieser Zeit besonders wichtig war. Die neue Uhr kommt mit einem Bronze-Gold-Gehäuse, das bei Omega bei der Seamaster 300 Premiere gefeiert hat und im Vergleich zu herkömmlicher Bronze einen höheren Goldanteil verfügt und damit eine etwas weniger starke Patina entwickeln sollte im Laufe der Zeit. Das Gehäuse misst 41,3 mm im Durchmesser, kommt mit einem Sichtglasboden. Trotz Sichtglasboden ist das Werk hier, nämlich das L54P2, das rund 100 Stunden Gangreserve hat, bis 1000 Gauss vor Magnetfeldern geschützt. Das unter anderem wegen einer Siliziumspirale, die verbaut worden ist, aber auch besonders amagnetischer Materialien fürs Werk. Welchen Listenpreis die Uhr haben wird, ist mir zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt, aber es gibt im Beschrieb des Videos einen Link mit weiteren Informationen, sofern zu diesem Zeitpunkt dann verfügbar. Die Uhr ist auf 555 Exemplare limitiert, kommt mit dem typischen Feuchtigkeitsindikator auf dem Zifferblatt, einem Drehring-Inlay aus Keramik, die Lünette ist einseitig rasten, die Krone ist verschraubt, der Gehäusedurchmesser, wie gesagt, originalgetreu bei 41,3 mm, die Wasserdichtheit bei 300 Metern. So, wer Feedback hat, gerne Daumen hoch oder runter. Wer Fragen hat, kann gerne jederzeit das Kommentarfeld benutzen. Ich freue mich über jede Form von Feedback und natürlich noch mehr über ein Subscribe, idealerweise mit Aktivierung der Glockenfunktion, denn dann tauchen solche News automatisch im Feed auf.